Ein großer Teil dieses Hauses hat ein veritables Linksextremismusproblem. Das Problem der Antifa ist auch bis hierher in unseren deutschen Bundestag vorgedrungen. Scheiße, jetzt klingelt mein Radiowecker. Jeden Morgen wird in diesem Scheißland die Ratio wecker. Es gibt nie so schlechte Stunden, dass du keinen zum nach unten treten gefunden hast. Es sind bloß wahre Worte und es ist nicht übertrieben, dass rechte Waffen horten, während Korps Menschen abschieben. Und das bullenrassistisch denken Handeln gibt's auch bei uns. Dein USA-Verweis ist nur Ablenkungsschund. Doch mittlerweile muss man Antifaschismus rechtfertigen. Kann es sein, dass ihr alle rechtfertigt sind? Ein Begriffs- und Wertungssystem von leidlicher Eleganz. Mir wär's lieber, der Rechtsruck verschwende ganz. Und die EU hat militarisierte griechische Inseln. Ich seh zu, dass man immer mehr die Kotze hochkriegt, ich nicht hinseh. Aber Ignoranz bietet keine Lösung. Das ist schon die Erklärung ganz, warum wir so böse sind. Missbrauch von Schwachmaten ihrer toten Uran. Wir kommen derweil mit schwarzen und mit roten Fahnen. Helfen gegen der Kampfbegriffe von alternativen Faschos. Wissen wir, Antifaschismus ist alternativlos. Missbrauch von Schwachmaten ihrer toten Uran. Wir kommen derweil mit schwarzen und mit roten Fahnen. Helfen gegen der Kampfbegriffe von alternativen Faschos. Wissen wir, Antifaschismus ist alternativlos. Die Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln sind ein Zeugnis des migrationspolitischen Scheiterns der EU. It's Antifa, it's a lot of radical left bad people. Ja, schon klar, es gibt verschiedene Sprachgeschmäcker, aber bei Deutschtümelei überroll ich Kartoffeln mit einem Trecker. Und ja, man sollte auch fahren, überhaupt kritisch sehen. Und man kann auch grüne Fahnen dazu hängen. Und man kann Religion berechtigt immer mit Skepsis segnen. Doch auch begreifen, dass sie nicht in jedem Level mehr septisch sind. Islamismus scheiße, Antisemitismus scheiße. Und weißt du was, gleichsam scheiße ist Islamhass. Ich geb meiner Mutter recht, die DDR schon immer scheiße fand. Und erweiter das Scheiße findet auf das jetzige Deutschland. Faschos sagen so leicht, dass mich niemand zwingt, hier zu bleiben. Doch das Amt wird den Gegenteil beweisen mit jedem Schreiben. 30 Jahre nach dem Mauerfall gibt's keine Perspektiven. Dreist nur, wie Europa es schafft, die Prosperitäten zu verschließen. Ich verstehe nichts von Wirtschaftsentitäten und tu doch begreifen, deine Monokausalitäten sind problematisch und unzureichend. Missbrauch von Schwachmaten ihrer toten Uran. Wir kommen derweil mit schwarzen und mit roten Fahnen. Helfen gegen der Kampfbegriffe von alternativen Faschos. Wissen wir, Antifaschismus ist alternativlos. Missbrauch von Schwachmaten ihrer toten Uran. Wir kommen derweil mit schwarzen und mit roten Fahnen. Helfen gegen der Kampfbegriffe von alternativen Faschos. Wissen wir, Antifaschismus ist alternativlos. Die AfD widerspricht der Polizei. Täterschaft ist nicht eine Partyszene, sondern ein gefährliches Gemisch aus den vermummten Linksextremisten, der Antifa und gewaltbereiten Migranten. Das ist eine Verbaltockert von Grünes. Ihr wisst, dass unter meiner Jogger ein Tütü ist. Solange homophobe Toys meinen, ihre Terminologie sei szenerelevantes Zeug, bekämpfe ich die. Gut, wenn sich was ändert wie beim Radiowecker. Doch auch nach wie vor behämmert sind die meisten der Kecko-Rapper und stehen damit räumlich normal in Einklang mit ihrer Umgebung drumherum. Ganz entgegen der pseudo-nonkonformen Legalisierung ihres Albums. Mit Nazis ähnlich teilen sie alle ihren Familismus. Wie war das mit der Eugenik im Faschismus? Wie man den deutschen Kolonialismus heute vergessen hat, hat man für die Zukunft den Kiddies doch alles schön gemacht. Und Boomer und Zoomer, aber auch Pleatsche Ys kritisieren vielleicht nicht zu Unrecht mit dem Beat, dem Pomp. Doch Selbstdenken sollte immer Standard sein. Doch man macht schon zu viel allein. Kraft tanken muss da auch mal sein, mal eins. Missbrauch von Schwachmaten ihrer toten Uran. Wir kommen derweil mit schwarzen und mit roten Fahnen. Helfen gegen der Kampfbegriffe von alternativen Faschos. Wissen wir, Antifaschismus ist alternativlos. Missbrauch von Schwachmaten ihrer toten Uran. Wir kommen derweil mit schwarzen und mit roten Fahnen. Helfen gegen der Kampfbegriffe von alternativen Faschos. Wissen wir, Antifaschismus ist alternativlos. Plötzlich sind wieder ein paar Ausländer tot. Plötzlich fallen Schüsse vor Synagogen und Rechtsradikale gewinnen an den Ohren. In einer Welt, in der deutsche Politiker Antifaschismus ist auch Faschismus ausrufen, mit extremster Deutlichkeit zurückrufen: So nicht, du Vollidiot. Und dann aber auch sagen: Wie sonst?